Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters heute nicht. Damit sind wir bei der Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Und wie eingangs gesagt, beginnt die CDU-Fraktion. Erste Runde, Frau Malberg, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eine nicht ganz so wohlfeile Frage, wie wir sie aus dem Ausschuss gewohnt sind, aus dem Sozialausschuss. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass im gesamten Bundesgebiet, also auch in Sachsen, es zu mehreren Fällen des Sozialbetrugs durch Asylbewerber gekommen sein soll. Sowohl der Bund Deutscher Kriminalbeamter als auch eine in Niedersachsen geschaffene Sonderkommission warnen derzeit vor relativ vielfachem Sozialbetrug. Im Rahmen der völligen Überlastung der Behörde im Jahr 15 und 16 haben Einzelne die Gunst der Stunde genutzt und sich sogenannte Mehrfachidentitäten zugelegt, um ein Vielfaches der eigentlich zustehenden Sozialleistungen zu beziehen. In Sachsen, auch in Dresden, sollen laut MDR und anderen Medien im Jahre 16 über mehrere Fälle des Sozialbetrugs durch Zuwanderer erfasst worden sein. Daher haben wir folgende Fragen. Sind derartige Fälle in der Landeshauptstadt Dresden bekannt? Wenn ja, wie viele? Waren oder sind es? Zweite Frage, falls derartige Fälle von Sozialbetrug erfasst worden sind, wie hoch sind bzw. waren die finanziellen Auswirkungen für die Landeshauptstadt und wie geht die Stadtverwaltung überhaupt in Gänze damit um? Werden unrechtmäßig bezogene Leistungen zurückgefordert und welche strafrechtlichen Konsequenzen gibt es? Danke. Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Sehr geehrte Frau Stadträtin Malberg, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, derartige Fälle des Sozialbetruges sind der Landeshauptstadt Dresden bekannt. In 8 Fällen wurde die Landeshauptstadt Dresden durch Polizei bzw. Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass neben der Erstasylantragstellung in Sachsen weitere Antragstellungen und damit mit anderen Identitäten einhergehend mit einem Leistungsbezug erfolgt sind. Aus Sicht der Ausländerbehörde Dresden sind darüber hinaus Fälle bekannt geworden, in denen Ausländer im Besitz mehrerer Identitäten waren. Hierbei erfolgte keine gesonderte statistische Erfassung. Die betroffenen Personen oder ermittelten Personen wurden jedoch angezeigt. Sie haben des Weiteren nach den finanziellen Auswirkungen und den strafrechtlichen Konsequenzen gefragt. Die Höhe der finanziellen Auswirkungen dieses Sozialbetruges sind statistisch nicht erfasst. Selbstverständlich werden aber die zu Unrecht gewährten Leistungen von den Personen zurückgefordert. Das Strafgesetzbuch sieht für derartige Vorgehen eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren, in besonderen Fällen sogar bis 10 Jahre vor. Vielen Dank für die Beantwortung. Als nächste Fraktion sind die Linke dran, Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 30. Juni hat der Petitionsausschuss eine aus meiner Sicht sehr schöne Beschlussfassung getroffen. Ich will die einfach noch mal vorlesen, es ging da um Sachsenbad. Der Petitionsausschuss hat dort einer Petition abgeholfen. Und sie mit 4 Dingen beauftragt, nämlich erstens sollen sie prüfen, ob in dem Sachsenbad ein zeitgemäßes öffentliches Bad eingerichtet werden kann. Die Kosten sind mit einem Neubau mit gleichen Nutzungsangeboten zu vergleichen. Zweitens sollen sie, sofern die Errichtung eines zeitgemäßen Bades nicht möglich ist, prüfen, ob unter Bewahrung der denkmalpflegerisch bedeutenden Raumstrukturen in dem Gebäude ein teilweise frei finanziertes Bad mit Schwerpunkt Gesundheit, Gesundheitsprävention und Therapie eingerichtet werden kann. In dem Bad sollen dann auch speziell Schwimmen für Senioren und Schwimmunterricht für Kinder mit eingebunden werden. Drittens sollen sie prüfen, inwiefern Fördermittel für die Sanierung des Gebäudes eingeworben werden können.
Und viertens sollen Sie, damit dieser Prozess beschleunigt wird, eine Projektgruppe einberufen, eine Projektgruppe Sachsenbad. Und zu dieser Projektgruppe sollen auch Mitarbeiter von Ämtern und 4 Stadträte hinzugezogen werden. Nun ist der 30. November noch nicht so lange her. Dennoch, deswegen glaube ich nicht, dass allzu viel passiert sein kann bei den Punkten 1 bis 3. Vielleicht aber doch schon was. Es würde mich interessieren, was bei den Punkten 1 bis 3 bisher erreicht wurde. Und es würde mich natürlich interessieren, wann diese Projektgruppe berufen wurde, wie oft sie schon getagt hat und welche Stadträte vor allem Mitglied sind. Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage übernimmt Kollege Schmidtler-Martin. Ja, sehr geehrter Herr Kiesling, bislang hat die AG tatsächlich noch nicht getagt. Es ist jedoch geplant, unter Federführung des Amts für Hochbau und Liegenschaften im Februar für eine erste Sitzung einzuladen. Nach derzeitigem Stand soll das Stadtplanungsamt, das Amt für Kultur und Denkmalschutz, der Bäderbetrieb, gegebenenfalls das Amt für Wirtschaftsförderung sowie von Ihnen noch zu benennende Stadträte eingeladen werden. Wir werden uns in Kürze zur Abstimmung über die einzuladenden Personen der Fraktion an Sie wenden, die Fraktion, um bei Ihnen abzufragen, wen Sie gerne entsenden möchten. Zum dritten Prüfauftrag zumindest kann ich einen Zwischenstand geben. Bei der Frage, inwiefern Fördermittel für die Sanierung des Gebäudes eingeworben werden können. Hier hat der Staatsminister des Inneren uns auf Übermittlung des Beschlusses des Petitionsausschusses hin ein Schreiben geschrieben. Das konnten Sie, denke ich, der Presse auch schon entnehmen zwischenzeitlich, dass er sich dahingehend geäußert hat, dass für den Fall, dass das Sachsenbad wieder in seine ursprüngliche Nutzung als Schwimmbad zugeführt werden soll, einer Förderung, die aktuelle Förderung des Schwimmsportkomplexes Freiberger Platz entgegensteht. Also zumindest sind dort erstmal keine Fördermittel in Aussicht gestellt worden. Eine Nachfrage, Herr Kiesling, bitte. Können Sie bitte nochmal als Nachfrage genau den Termin sagen, an dem diese Projektgruppe zusammenkommen soll, wenn das schon feststeht und wann wir dann in den Fraktionen gefragt werden? Die Zahl 4, die der Petitionsausschuss sich ausgedacht hat, passt ja nicht so ganz mit der Fraktionszahl auch zusammen, was Sie da für eine Idee haben. Vielleicht ist das schon. Wir versuchen gerade einen Termin abzustimmen. Das ist manchmal auch beim vollen Terminkalender von Amtsleitern und Ähnlichem nicht ganz so einfach. Aber wir haben auf jeden Fall vorbereitet, dass wir uns in den nächsten Tagen an Sie wenden, erst mit der Frage, wer von Ihnen benannt werden soll. Und dann gucken wir, wie wir einen Termin finden. Wir kommen zur nächsten Fraktion, die fragt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Verein Dynamo Dresden braucht dringend eine Alternative zu den Trainingsplätzen im Großen Garten. Das ist seit vielen Jahren auch schon bekannt. Laut den Informationen im Sportausschuss und auch der Berichterstattung in der Presse soll auch für dieses geplante Trainingsgelände im Ostergehege eine Baugenehmigung nach § 35 erteilt werden. Das bedeutet dann, dass eine Baugenehmigung praktisch im Außenbereich, aber auch nur für privilegierte Bauvorhaben möglich ist, also wie zum Beispiel land- oder forstwirtschaftliche Einrichtungen, aber auch Einrichtungen zur Energie- und Trinkwassergewinnung dann oder auch Versorgung. Die Frage jetzt dazu ist, wurde eine rechtliche Prüfung über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und eine Bewertung über den geplanten Standort durch die Stadtverwaltung vorgenommen? Wann erfolgte das und zu welchem Ergebnis ist eine solche Prüfung gekommen? Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lames. Ja, sehr geehrter Herr Schulze, diese Überprüfung läuft zurzeit im laufenden Baugenehmigungsverfahren. Innerhalb dieses Verfahrens sind die fachlich betroffenen Ämter von der Bauaufsicht auch beteiligt worden und haben Stellungnahmen abgegeben. Diese Stellungnahmen enthalten auch Versagungsgründe für eine mögliche Baugenehmigung. Es gibt dazu jedoch keine abschließende Entscheidung, sondern es gibt jetzt die Gelegenheit für die Antragstellerin in diesem Verfahren Stellung zu nehmen. Das heißt also sowohl rechtlich als auch in tatsächlicher Hinsicht auf diese Versagungsgründe zu reagieren. Und das wird dann im Ergebnis bei der Entscheidung über die Baugenehmigung abschließend zu prüfen sein. Erstmal vielen Dank für die Frage. Dann
Das heißt also laut Presselage ist dem Vorhabenträger bisher ein ablehnender Bescheid zugestellt worden für seinen eingereichten Bauantrag? Nein, es ist kein ablehnender Bescheid zugestellt worden, sondern ein Anhörungsschreiben, das diese Versagungsgründe enthält und aufzählt. Es sind ja bekanntlich Aspekte der Landschaftsplanung, die da genannt worden sind, des Artenschutzes und des Hochwasserschutzes. Und damit muss sich jetzt die Antragstellerin auseinandersetzen. Nochmal eine zweite Nachfrage. Also wir haben ja sozusagen auch erfahren auf Anfrage im Sportausschuss, dass es sich um ein Bauvorhaben im Außenbereich handelt, wo wir ja erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dann, dass dort eine bauliche Entwicklung nicht ohne weiteres möglich ist. Wie wollen Sie jetzt sozusagen dann in dem Verfahren, dann, das Sie jetzt gewählt haben oder wahrscheinlich auch dann dem Vorhabenträger ja vorgeschlagen haben, zu einer rechtssicheren und gerichtsfesten Baugenehmigung kommen? Weil das wäre ja praktisch auch Voraussetzung dann, dass überhaupt auch für den Verein Dynamo Dresden ein Trainingsgelände in irgendeiner Form dort in dem Gelände auch möglich wäre. Also das sehen wir im Moment nicht wirklich dann, also dass das so erreicht werden kann. Was sind da jetzt konkret dann Ihre Vorschläge dann, wie, also wenn dieses Verfahren jetzt scheitern sollte? Also aus sportpolitischer Sicht, Herr Schulze, kann ich diese Sorge um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens durchaus unterstreichen. Und deswegen gilt hier ein Grundsatz, der sicherlich auch gilt für das gesamte Handeln der Stadtverwaltung, dass nämlich in dem Rahmen des geltenden Rechtes an Entwicklung möglich gemacht wird, was wir möglich machen können. Was Sie eingangs gesagt haben, dass hier nur privilegierte Vorhaben genehmigungsfähig seien im Außenbereich, das ist so nicht richtig. Es geht ja auch für nicht privilegierte Vorhaben, wenn die Erschließung gesichert ist und öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Und insofern wird dort eine sehr vertiefte Prüfung und Erörterung stattfinden müssen. Ich sage mal so, da reicht an sich das baurechtliche Florett nicht mehr. Da brauchen Sie schon das baurechtliche Skalpell und das werden wir in die Hand nehmen. Gut, vielen Dank. Als nächste fragende Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zum gleichen Thema die Frage. Ich möchte aber das nochmal ein Stück weit in einen anderen Kontext stellen. Der Stadtrat hat nämlich mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt auf Vorschlag von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, auch 4 Millionen Euro Förderung für dieses Vorhaben beschlossen, für den dort geplanten Bau von Anlagen für die Nachwuchsabteilung der SG Dynamo Dresden. Das Vorhaben ist auch bereits im Sportausschuss umfangreich und im Detail vorgestellt worden. Und dazu muss man ja auch sagen, das ist nach dem, was dort im Sportausschuss ausgeführt wurde, eine jahrelange Suche gewesen, die dem vorausgegangen ist. Und da ist aus Sicht der Stadtverwaltung der einzige Standort gefunden worden, der innerhalb der Stadtgrenzen, innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt machbar ist. Gleichzeitig hat das Land Sachsen, vertreten durch den Innenminister, bereits zugesichert, dass man dieses Vorhaben mit Fördermitteln versehen möchte. Das ist auch bei einem Pressetermin öffentlich erklärt worden. Und dann ist kurze Zeit später in einer Presseveröffentlichung aus einer internen Stellungnahme der Stadtverwaltung zitiert worden, die angeblich diese Genehmigungsfähigkeit in Frage stellt. Und deswegen ist die zentrale Frage, die wir stellen, wie beurteilt denn die Stadtverwaltung überhaupt die rechtliche Lage hinsichtlich der beantragten Baugenehmigung? Weil eine interne Stellungnahme kann ja nicht das Maßgebliche sein, was am Ende die Stadtverwaltung tatsächlich entscheidet. Also das wäre mir neu, dass bei dem Prozess der Entscheidungsfindung innerhalb der Stadtverwaltung einzelne Stellungnahmen jetzt die Entscheidung über ein solches Vorhaben bedeuten. Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Dr. Lames. Ja, Herr Blümel, es ist zu beachten, dass es sich um die interne Stellungnahme der für diese Fragen zuständigen Behörde auch handelt. Insofern hat das ein sehr, sehr hohes Gewicht.
und ist, ich wiederhole mich da, im Baugenehmigungsverfahren jetzt abschließend einer Prüfung zu unterziehen. Und da gilt auch der Grundsatz des rechtlichen Gehörs. Deswegen muss man da rechtlich und, wie ich schon sagte, auch tatsächlich durchaus auch noch einmal prüfen und nachdenken. Und dabei stellen sich die Fragen, die jetzt aufgeworfen sind, alle auch noch mal neu, von der Einordnung Innenbereich, Außenbereich, über die Wertung der betroffenen Belange und so weiter. Es ist eigentlich in keinem Fall eine Frage, die so einer ganz klaren Lösung zugänglich ist, sondern schon eine ausgesprochen schwierige Frage. Es ist, ich habe vor einigen Wochen gesagt, es ist keinesfalls trivial, was dort zu entscheiden ist. Aber natürlich können Sie aus dem sonstigen Verhalten auch und den sonstigen Bemühungen der Stadtverwaltung erkennen, dass wir dieses Vorhaben möglich machen wollen. Aber für uns gilt das geltende Recht. Das ist auch gut so. Das werden wir aber mit sehr großer Sorgfalt und in Abwägung aller Argumente anwenden. Ich hätte eine Nachfrage an den Herrn Oberbürgermeister direkt. Es ist ja der Vorgang zu verzeichnen, dass hier ein internes Papier der Stadtverwaltung in die Öffentlichkeit gelangt ist. Die erste Frage dazu wäre, ist das von Ihnen beabsichtigt gewesen, dass das in die Öffentlichkeit kommt? Und wenn nein, was oder haben Sie etwas unternommen, um herauszubekommen, wie es denn in die Öffentlichkeit gelangt ist? Eine hochspannende Frage, die wir zum allerersten Mal erlebt haben. Uns natürlich sofort massive Konsequenzen auf den Plan gerufen haben. Ja, leider ist das ein Punkt, der immer wieder vorkommt. Sofern ich habhaft werde, werde ich da auch entsprechende Konsequenzen einleiten. Es ist aber leider kein Einzelfall. Also ich habe es jetzt nicht verstanden. Haben Sie es versucht herauszufinden, wie es in die Öffentlichkeit gekommen ist oder nicht? Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ich glaube, ich frage das Ganze dann doch nochmal schriftlich nach, weil das ist, glaube ich, auch interessant, wie mit diesen Informationen umgegangen wird. Danke. Wir kommen zur nächsten Fraktion. FDP Freie Bürger, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Norden Dresdens dümpelt das alte Städtchen Klotzsche seit der Eingemeindung so vor sich hin. Nun wohnen Sie aber dort und da sollte es eigentlich auch oberbürgermeisterlich hergerichtet werden. An der Zinnewitzer Straße in Klotzsche befindet sich ein Wäldchen mit etwa einem Hektar Fläche, welches meiner Kenntnis nach im kommunalen Besitz ist. Ebenfalls befindet sich ein sehr gut ausgerüsteter Spielplatz an der Zinnewitzer Straße. Und auf der anderen Seite des Wäldchens an der Darwinstraße befindet sich eine neue Kindertagesstätte. Im Umfeld gibt es insgesamt 3 Kindergärten sehr nah an diesem Wäldchen. In dieser Gegend an der Zinnewitzer Straße und Darwinstraße sind also zwischen diesen beiden Punkten viele Kinder und Familien unterwegs. Das Waldstück, was die Kinder oder Eltern von der Kita zum Spielplatz durchqueren müssen, ist aber total ungepflegt und weist einen erbärmlichen Zustand auf. Das macht gerade in dieser Gegend mit all den neu sanierten Gebäuden und der sanierten Straße keinen guten Eindruck. Auf den Wegen im Wald herrscht dagegen Unfallgefahr und man stolpert über viele Wurzeln, wenn man nicht aufpasst. Das macht den Gang durch den Wald gefährlich. Daher meine Fragen. Was unternimmt die Stadt zur Pflege dieses Waldstückes an der Zinnewitzer Straße? Wird das Waldstück überhaupt regelmäßig gepflegt? Zweitens, gibt es Pläne seitens der Stadt, um den Zustand dauerhaft zu verbessern? Beziehungsweise auch ordentliche Wege anzulegen? Das sind die beiden Fragen. Die Beantwortung übernimmt hier Frau Bürgermeisterin Linke. Sehr geehrter Herr Fischer, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, das Waldstück befindet sich in städtischer Hand und es ist auch Wald im Sinne des Waldgesetzes nach § 1 Absatz 1. Diese Waldfläche wird in unserem Forsteinrichtungswerk der Landeshauptstadt Dresden unter der Forstadresse 12G Abteilung 9B0 geführt. Das Forsteinrichtungswerk ist ja Plan
wo festgelegt wird, wie alle Waldflächen bewirtschaftet und gepflegt werden. Im abgelaufenen Forsteinrichtungswerk, das der Stadtrat früher für den Zeitraum 2008 bis 2017 beschlossen hatte, waren für diese Teilfläche keine Durchforstungs- oder Pflegemaßnahmen geplant. In diesem Forsteinrichtungszeitraum wurden regelmäßig die Verkehrssicherungspflicht der Waldbesitzerin, also der Stadt, abgesichert und vollzogen. Die Pflege von Waldwegen, die durch den natürlich öffentlichen Wald gehen, entstehen, ist an sich nicht Bestandteil des forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsauftrages. Im Wald selber ist mit waldtypischen Gefahren auch zu rechnen, also das Stolpern über Wurzeln, es ist eben kein Park. Wenn man eine intensivere Pflege aufnehmen würde, würde man zu einer Parkgestaltung kommen, die dann eine Genehmigungsbedürftigkeit nach § 8 Absatz 1 Sächsisches Waldgesetz zur Umwandlung von Wald nach sich ziehen würde. Also wir müssten dann eine neue Waldfläche anlegen. Und deshalb sind investive Mittel für den Forstwegebau über Holzerlöse und Maßnahmen der Forsteinrichtung hinaus bisher nicht geplant gewesen. Auf Ihre zweite Frage möchte ich antworten wie folgt. Wir sehen aber das Problem des Zustands dieser Waldfläche. Wir sind gerade dabei, für den Stadtrat das neue Forsteinrichtungswerk vorzubereiten, das der Stadtrat dann beschließen soll. Und in diesem kommenden Forsteinrichtungszeitraum, das in diesem Jahr bis 2026 reichen wird, schlagen wir als Stadtverwaltung zwei Bestandspflegen im Abstand von 5 Jahren vor. Und wir wollen die wilde Parksituation zum Schutz der Waldfläche durch Abpolerung lösen. Für den Forstwegebau haben wir im aktuellen Haushalt weiterhin kein Geld vorgesehen. Der Wald bleibt aber als solcher natürlich öffentlich zugänglich, auch als Erlebnisfläche für Kinder, für alle, die da durchlaufen müssen. So ist die Planung. Wie gesagt, das wird Ihnen vorgelegt. Die Zeitkette für die Forsteinrichtung stellen wir im kommenden Umweltausschuss vor. Das wird Ihnen dann auch alles zugänglich sein. Vielen Dank für die Antwort, Frau Jenning. Da wird sicher der Klotscherverein auch nochmal auf Sie zukommen. Vielen Dank. Sie können jederzeit auf uns zukommen, gerade auch aus Klotscher Königswald. Gerne. So, als nächste fragende Fraktion, die AfD-Fraktion, Herr Gilke. Sehr geehrter Oberbürgermeister, seit Beginn des Jahres ist der Winter mit Minusgraden auch über Dresden eingebrochen. Dies stellt auch den öffentlichen Räumen und Streuansatz der Stadt vor Herausforderungen. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie viel Streusatz und wie viel andere Streumittel kamen seit dem 1. Januar 2017 im Stadtgebiet bislang zum Einsatz? Und über welche Lagerungsmengen an Streusalz und anderen Streumitteln verfügt die Stadt derzeit? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Ja, im Januar wurden bisher ca. 3.600 Tonnen Streusalz eingesetzt, des Weiteren ca. 300 Tonnen Magnesiumchloridlösung und weitere 300 Tonnen sogenannter auftaufreier Streumittel, also sogenannte oder Splitte und ähnliches. Die Einlagerungsmenge an Streusalz beträgt im Stadtgebiet ca. 3.800 Tonnen. Es wurde also auch bereits nachbestellt, um die Lager wieder aufzufüllen. Magnesiumchloridlösung ca. 90.000 Liter und das auftaufreie Streumaterial wird bei den Auftragnehmern und am 27 eingelagert. Da stehen Größenordnungen von ca. 50 bis 100 Tonnen zur Verfügung. Gut. Vielen Dank. Zum Abschluss der ersten Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zum Thema Gedenken zum 13. Februar. Gegen den heftigen Widerstand vieler Bürger und gegen das Votum des Bolitzer Ortsbeirates wurde am 3. November vergangenen Jahres vom Stadtrat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass die sogenannte Arbeitsgruppe 13. Februar bis zum November dieses Jahres Variantenvorschläge für die Umgestaltung des Gedenkobelisken in Dresden-Niggern vorlegen soll. Dazu möchte ich gern wissen, ob es bereits ein Treffen der AG 13. Februar zu diesem Thema gegeben hat, wenn ja, mit welchen Ergebnissen. Und weiterhin möchte ich wissen, ob die zuständige Denkmalschutzbehörde zur rechtlichen Bewertung der Umgestaltungsvorschläge bei den Beratungen frühzeitig mit eingebunden wird. Und außerdem bitte ich um Auskunft bezüglich des Versammlungsgeschehens rund um das Gedenken zum 13. Februar. Wie viele Versammlungsanzeigen liegen für den Zeitraum 11. bis 13. Februar bisher vor? Und wer sind die jeweiligen Anmelder?
Also sehr geehrter Herr Bauer, die Antwort wie folgt. Die Arbeitsgruppe 13. Februar hat sich mit der Fragestellung noch nicht beschäftigt, weil wir derzeit in der Vorbereitung des diesjährigen 13. Februar sehr stark engagiert sind. Nichtsdestotrotz gibt es erste Begehungen auch der Fachbehörden vor Ort, und so dass wir dann Vorschläge für die Arbeitsgruppe im Laufe des Jahres vorbereiten können und dort auch dann diskutieren können. Für den Zeitraum 11. bis 13. Februar liegen derzeit 10 Versammlungsanzeigen vor. Die Veranstaltungen wurden durch folgende Anmelder angezeigt: Volkstreue Bürgerrechtsbewegung für Meinungsfreiheit und nationale Selbstbestimmung, NOB, Bündnis 90 Die Grünen Stadtverband Dresden, Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden e.V., Bündnis Nazifrei Dresden stellt sich quer, Alternative für Deutschland, Kreisverband Dresden sowie von Privatpersonen. Ja, vielen Dank. Nur eine kurze Nachfrage. Gibt es absehbar schon einen festen Termin für die Arbeitsgruppe 13. Februar, wann diese Variantenvorschläge da erarbeitet werden sollen? Nein, wir haben unseren nächsten Termin Ende Januar, wo wir uns mit dem diesjährigen 13. Februar beschäftigen, und im Nachgang zum diesjährigen 13. Februar wird dann auch dieses Thema aufgerufen, kann ich Ihnen aber noch keinen Termin nennen. Danke. So, meine Damen, meine Herren, damit hätten wir die erste Fragerunde beendet. Wir kommen zur zweiten. Es beginnt wieder die CDU-Fraktion. Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zum Denkmalschutz der Grünfläche an der Bautzner Straße. Im Januar 2015 wurde die Grünfläche zwischen Klassisstraße und Hoyerswerdaer Straße unter Denkmalschutz gestellt, wenn unsere Angaben richtig sind. Bereits zum damaligen Zeitpunkt war jedoch bekannt, dass die Bautzner Straße auch an dieser Stelle grundhaft ausgebaut werden soll und muss, um den Gleisachsabstand auch entsprechend aufzuweiten. Jetzt war der Tagespresse zu entnehmen, dass hier es Probleme gibt. Es kostet die DVB im Moment viel Zeit und Geld, denn die Genehmigung steht durch diese unter Denkmalschutzstellung der Grünfläche wohl derzeit in Frage. Und es geht, wenn alles stimmt, was wir gehört haben, um einige wenige Büsche. Daher haben wir folgende Fragen. Auf welcher gesetzlichen Grundlage wurde die besagte Grünfläche südlich der Bautzner Straße zwischen Klassisstraße und Hoyerswerdaer Straße im Jahr 2015 unter Denkmalschutz gestellt? Welche Ämter und Träger öffentlicher Belange, insbesondere die DVB, wurden in welcher Form bei dieser Entscheidung einbezogen? Welchen Lösungsansatz strebt die Stadtverwaltung an, um eine sinnvolle Lösung der Situation herbeizuführen? Hier übernimmt die Beantwortung Frau Bürgermeisterin Kleppich. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Thiele, wie Sie schon sagten, wurde dieser Platz auf Grundlage des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes im Januar 2015 als denkmalgeschützte Sachgesamtheit Albertplatz unter Schutz gestellt. Die Grünfläche gehört nämlich in den gestalterischen Gesamtzusammenhang des Albertplatzes mit dem anschließenden radialen Straßensystem, Sie kennen es sicher, und dieser Grünfläche. Ich darf darauf verweisen, dass die heutige Gestaltung der Anlage auf eine Planung des Hofgartendirektors Boucher zurückgeht, die im Zuge der Errichtung des Albert-Theaters ab 1870 erfolgte. Die Ausweisung jetzt ist denkmalfachlich begründet, da die Gesamtanlage städtebaulich prägend ist, und die Überprüfung der Denkmaleigenschaft erfolgt im Rahmen der Vorplanung der Verkehrsbaumaßnahme, was eine übliche Vorgehensweise darstellt. Es handelt sich also keineswegs um einen Schildbürgerstreich, und ich kann Ihnen versichern, die Belange der Dresdner Verkehrsbetriebe erkennen auch wir durchaus an. Zu Ihrer zweiten Frage, welche Träger, Ämter und Träger öffentliche Belange etc. Die beteiligten Ämter, also das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft und das Amt für Kultur- und Denkmalschutz und die Dresdner Verkehrsbetriebe, wurden von der Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege, also umgehend unterrichtet. Die Notwendigkeit einer vertiefenden denkmalpflegerischen Betrachtung zur Findung einer verträglichen Lösung für die Verkehrsbaumaßnahme wurde von den Denkmalbehörden in den Planungsberatungen mit beteiligten Ämtern und den Dresdner Verkehrsbetrieben bereits 2015 thematisiert.
Die Hinweise der Denkmalbehörden mündeten in den entsprechenden Passus des Stadtratsbeschlusses vom 12. Mai 2016, wonach eben diese Belange Denkmalpflege bei der Planerstellung zu berücksichtigen sind. Und die Denkmalbehörden haben dann in der Folge in einer weiteren Planungsberatung die Aufgabenstellung für die denkmalpflegerische Zielstellung in Zusammenarbeit mit den Beamtenämtern erarbeitet. Die Beauftragung der denkmalpflegerischen Zielstellung erfolgt nach Klärung der Finanzierung im Geschäftsbereich 6, Stadtplanungsamt war das in dem Fall, dann durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Geschäftsbereich 7, im September 2016 mit der Vorgabe, die Zielstellung bis Ende Februar 2017 vorzulegen. Herr Thiele, ein Ende, also ein Vorlegen dieses Prüfvorgangs, also absehbar. Und zur dritten Frage, Lösungsansatz der Stadtverwaltung. Derzeit wird also die denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. Ich sagte es schon, wie gesagt, Ende Februar soll das vorliegen. Das ist ein externes Büro, was da beauftragt wurde. Und das definiert die Denkmalvorgaben. Und aus der Zielstellung leiten sich dann die Eingriffsmöglichkeiten in die Grünfläche ab. Und danach kann der Umfang der genehmigungsfähigen Eingriffe für die Anlage des Radweges am Nordrand der Grünfläche festgelegt werden. Die Grünanlage ist von den Gleisbaumaßnahmen der Verkehrsbetriebe nicht unmittelbar betroffen, aber die Eingriffe sind für die Verbreiterung des vorhandenen Gehweges erforderlich, um den Radverkehr aufzunehmen. Naja, also vielen Dank für die Beantwortung. Ganz ehrlich, befriedigend ist es nicht. Ich habe viel von denkmalschutzrechtlichen Belangen gehört. Wir reden aber über eine Hauptverkehrsachse und ich stelle mal in Frage, ob das nun tatsächlich zur Sachgesamtheit des Albertplatzes gehört. Darüber mögen andere befinden. Ich vermisse aber trotzdem hier eine entsprechende Einbeziehung der DVB und naja, ich nehme die Antwort erstmal zur Kenntnis. Dankeschön. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, bereits mit Stadtratsbeschluss vom 7. Mai 2015, das ist jetzt also mehr als anderthalb Jahre her, hat der Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt, die Übernachtungsbetriebe darin zu unterstützen, eine kostenlose Vorteilskarte für Gäste der Stadt einzuführen. Das war uns von Rot-Grün-Rot sehr wichtig, weil wir wollten zum einen einen Beitrag zur Förderung des Tourismus leisten und zum anderen sollte den Gästen unserer Stadt, die ja mit der Übernachtungssteuer auch einen Beitrag leisten müssen, auch ein ganz konkreter Vorteil gewährt werden und sie sollten freundlich damit willkommen geheißen werden. Und das ist ja auch eine Forderung, die aus der Hotelbranche immer wieder erhoben worden ist, dass hier etwas geschehen müsse. Und vor diesem Hintergrund, dass dieser Beschluss nun bereits mehr als anderthalb Jahre her ist, möchte ich sehr gern wissen, welche Schritte wurden denn seitdem unternommen, um diesen Beschluss umzusetzen? Auch hier übernimmt Frau Bürgermeisterin Klepsch die Beantwortung. Genau, Herr Scholbach, Sie sagten es, der Stadtrat hatte am 7. Mai 2015 damals noch die vorhergehende Oberbürgermeisterin beauftragt, ich zitiere, die Übernachtungsbetriebe darin zu unterstützen, eine kostenlose Vorteilskarte für die Gäste einzuführen. Ein Jahr nach diesem Stadtratsbeschluss wurde dann im Mai vergangenen Jahres durch den OB festgelegt, dass die Beschlusserfüllung durch den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus zu erfolgen hat. Und diese Festlegung wurde getroffen, da inzwischen davon ausgegangen wurde, dass die Übernachtungsbetriebe entgegen früherer Annahmen nicht initiativ werden würden. Und ebenso wurde festgelegt, dass der oben erwähnte Beschlusspunkt im Zusammenhang mit der Ausschreibung von touristischen Dienstleistungen zu betrachten ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte allerdings bereits das Ausschreibungsverfahren für die touristischen Dienstleistungen begonnen und deswegen konnte die Vorteilskarte nicht mehr in diese Ausschreibung aufgenommen werden. Ab Ende Mai 2016 wurden dann zunächst die städtischen Kultureinrichtungen, die Intendanten geführten Häuser sowie die Ämter 41, 42, 43 um eine Stellungnahme und Zuarbeit von Vorschlägen zur Beteiligung an einer Vorteilskarte gebeten. Und mit der Besetzung der Stelle der Tourismusreferentin Ende Oktober 2016 wurde dann das Konzept zur Vorteilskarte finalisiert. Der Geschäftsbereich Kultur und Tourismus hatte vier Varianten unter Abwägung
von Umfang, Qualität und Kosten einer solchen Vorteilskarte erarbeitet und diese dem Oberbürgermeister zur Entscheidung vorgelegt. Und infolge der Festlegung dann auf eine der vier benannten Varianten wurde vom Geschäftsbereich 4 eine entsprechende Vorlage erarbeitet und am 19. November in den Geschäftsbereichsumlauf gegeben. Und mit dieser Vorlage wurde auch eine rechtliche Prüfung eingeleitet, ob die Umsetzung der Vorteilskarte ausgeschrieben werden muss. Und diese Fragestellung wurde im Rahmen des Geschäftsbereichsumlaufs sowohl durch das Rechnungsprüfungsamt und Ende Dezember auch durch das Rechtsamt bejaht. Und durch den Oberbürgermeister wurde daraufhin festgelegt, die Vorlage zur Vorteilskarte erst in den Geschäftsgang des Stadtrates zu geben, wenn die vollständigen Ausschreibungsunterlagen der Vorlage beigefügt werden. Der Ausschreibungstext und eine entsprechende Ausschreibungsmatrix wurden durch den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus vorbereitet und liegen dem Vergabebüro zur endgültigen Prüfung vor. Ja, vielen Dank, Frau Beigeordnete, für die ausführliche Antwort. Ich habe sehr genau zugehört und habe festgestellt, dass Ihnen als Beigeordneter für Kultur und Tourismus der Beschluss vom Mai 2015 im Mai 2016 zur Erfüllung durch den Oberbürgermeister übertragen worden ist. Wir haben alle gehört, was jetzt seitdem alles geschehen ist. Das ist zu begrüßen. Nun frage ich mich allerdings, lieber Herr Oberbürgermeister, wir haben ja gerade festgestellt, dass es da eine Lücke gibt zwischen Mai 2015 und Mai 2016 von genau einem Jahr, in der Sie hätten tätig werden sollen. Was ist denn da passiert? Das würde ich noch gern wissen. Da ist auch die Kollegin eingangs mit drauf eingegangen. Ich bitte um Beantwortung dieser Frage. Die zuständige Beigeordnete hat eben erklärt, dass ihr die Umsetzung dieses Beschlusses im Mai 2016 von Ihnen übertragen worden ist. Und meine Frage ist, was ist zur Umsetzung dieses Beschlusses im Zeitraum von Mai 2015 bis Mai 2016 geschehen? Hören Sie sich einfach den ersten Satz nochmal an, dann auf dem Band und dann ist die Frage auch beantwortet. Herr Oberbürgermeister, die Frage ist nicht beantwortet. Und ich möchte Sie hier freundlich darauf hinweisen an dieser Stelle, dass Sie eine Pflicht zur Beantwortung dieser mündlichen Anfrage haben. Und ich bitte jetzt nochmal klarzustellen, möglicherweise habe ich es ja auch überhört, das kann ja sein. Ich möchte gern wissen, was ist in dem Jahr zwischen Mai 2015 und Mai 2016 konkret also, passiert, Herr Schulz, bis zur Übertragung an die Beigeordnete. Es ist eine, Sie haben zweimal nachgefragt, ist auch darauf geantwortet worden. Ob sich das befriedigt, das ist ja mal eine andere Frage. Und weitere Nachfragen sind nie zulässig. Und insoweit ist dann Herr Oberbürgermeister, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe hier zweimal nachgefragt und Sie haben zweimal keine Antwort in der Sache erteilt. Und ich erbitte Sie jetzt letztmalig, dass hier eine Antwort in der Sache erteilt wird. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe zweimal freundlich dieselbe Nachfrage gestellt und Sie haben zweimal hier mit einer Nichtantwort reagiert. Das ist doch eine unverfrorene sondergleichen. Ich habe hier ein Recht als Stadtrat, eine Antwort in der Sache zu erhalten und bitte Sie, diese nunmehr zu erteilen. Wir kommen zur nächsten Fraktion, die Fragen dran ist. Herr Schmählich, bitte. Ja, ich habe eine wirklich freundliche Frage auch. Die Stadtverwaltung hat ja dem Stadtrat einen Fahrplan in der Vorlage zur Gründung der WOBA vorgeschlagen, also der neuen Wohnungsbaugesellschaft vorgeschlagen. Nach diesem Fahrplan soll diese am 8. März gegründet werden. Wir haben uns ja diesem Fahrplan der Verwaltung angeschlossen. Jetzt taucht aber eine Frage auf, nämlich mit der Entscheidung des Stadtrates kann der Gründungsprozess, so wurde uns zumindest gesagt, nicht direkt vollzogen werden, weil entsprechende Stellungnahmen der Finanzbehörden dann eingeholt werden müssten. Da die Einholung dieser Finanzamtsstellungnahmen ja nicht vom Beschluss abhängig ist, stellt sich die Frage, nachdem die Verwaltung ja
das auch vom Luther-Gutachten oder im Luther-Gutachten bevorzugte Rechtsform der GmbH und KKG gewählt hat und eine entsprechende Vorlage erarbeitet hat zur Entscheidungsfindung. Warum der damals zuständige Bürgermeister vor Johann nicht zu dem Zeitpunkt bereits diese Anfrage gestellt hat. Weil, wenn die Auskunft richtig ist, das Finanzamt 6 Monate Zeit hat, diese Frage zu beantworten und dann ja auch noch die Prüfung durch die Landesdirektion erfolgt. Also diese Frage verknüpft sich mit der natürlich daraus resultierenden weiteren Frage, wie lange wird es denn voraussichtlich nach Einschätzung der Stadtverwaltung dauern, bis wir praktisch unabhängig von der Frage des Beschlusses, des Zeitpunktes des Beschlusses, eine eintragungsfähige Wohnungsbaugesellschaft haben werden? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lames. Ja, sehr geehrter Herr Schmielich, ich will es ja mit der Harmonie hier oben nicht übertreiben, aber ich denke schon, dass der Herr Kollege Vorjohann hier absolut nachvollziehbar und richtig gehandelt hat an dieser Stelle, als er dort zuständig gewesen ist für diese Fragen. Es geht ja hier um die Erlangung einer verbindlichen Auskunft der Finanzverwaltung. Diese verbindliche Auskunft ist auch wirklich ein förmliches Verfahren und zählt eben nur dann, wenn man genau die Frage und die gesellschaftliche Konstruktion vorgelegt hat, die tatsächlich zu beurteilen ist. Sonst ist das Papier wertlos und man muss es dann auch noch bezahlen, denn es ist auch noch mit Gebühren, gesetzlichen Gebühren verbunden, die da anfallen und nicht unerheblich auch die Stadtkasse belasten. Was genau vorgelegt werden muss, das ist eben die Gesellschaftskonstruktion, die der Stadtrat beschließt. Und da kann schon innerhalb der vorgeschlagenen Rechtsform GmbH und Co. KG eine gewisse Änderung eben auch zu einer Veränderung der maßgeblichen Grundlagen für die verbindliche Auskunft führen. Erst recht wäre das der Fall, wenn sich der Stadtrat, die Erwägungsgründe dafür stehen ja auch in der Vorlage drin, für die Rechtsform einer GmbH entschließen würde. Deswegen ist die verbindliche Auskunft vorbereitet worden. Die Verwaltung steht da quasi in den Startlöchern, aber sie ist eben nicht eingeholt worden. Es kommt dann noch die Problematik hinzu, dass eine finale Abstimmung über die EU-beihilferechtliche Einordnung zu erfolgen hat. Die ist auch wesentlicher Bestandteil dieser verbindlichen Auskunft. Da drängt sich natürlich die Nachfrage auf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann die Anfrage bei der Finanzverwaltung erst nach Beschluss des Stadtrates getroffen werden? Wie passt das zu den Aussagen, dass die Anfrage jetzt am kommenden Freitag gestellt werden soll? Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Warum sozusagen, also wenn, stimmt es also, dass im Grunde genommen es so ist, dass erst der Beschluss des Stadtrates erfolgen muss, bevor die Anfrage beim Finanzamt läuft? Das habe ich Ihnen eben so gesagt und ich habe Ihnen auch nichts von einer Anfrage am Freitag gesagt jetzt. Darf ich trotzdem noch eine Nachfrage? Zwei sind zulässig. Ja, es war jetzt sozusagen für mich nur noch die Klarstellung zur Antwort 1, Herr Oberbürgermeister. Weil natürlich sich aus diesem Zeitplan die Frage stellt, welche Konsequenz das eventuell für den Beschluss des Stadtrates vom 12. Mai hat, wonach ja mit den Planungen und dem Bau von 800 Wohnungen begonnen werden soll. Würde mich interessieren, ist die Beauftragung an die Stesat so umfangreich, dass jetzt durch die Verzögerungen, die bei der Gründung entstehen, keine Verzögerungen in den Planungsabläufen zu erwarten ist? Die Beauftragung an die Stesat umfasst die Planungsleistungen für diese bis zu 800 Wohnungen. Und sollte es durch den weiteren Fortschritt der Planungsleistungen dazu kommen, dass man eben auch zu den Themen Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung kommt in naher Zukunft, dann würden wir
damit auch versuchen, die Steser zu beauftragen. Wie das möglich ist, wird zurzeit geprüft. Sofern dazu Beschlüsse des Stadtrates erforderlich sind, würden wir die auf den Weg bringen und Ihnen zur Beschlussfassung vorlegen. Vielen Dank. Wir kommen damit zur nächsten Fraktion, SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Parkplatzsituation in Loschwitz spitzt sich seit mehreren Jahren zu. Die Lebensqualität der Anwohner, Gewerbetreibenden und Gäste, insbesondere westlich der Friedrich-Wieck-Straße, leidet unter der aktuellen Situation. Das Gefährdungspotenzial für Fußgänger, Radfahrer und Kinder ist hoch. Parkverstöße und Belastungen der Umwelt durch rechtswidriges Parken an der Elbe sind an der Tagesordnung. Über diese Situation wird seit Jahren öffentlich diskutiert und Maßnahmen erarbeitet. Außerdem wird seit langem eine Parkraumuntersuchung erwartet, die zu einer sachlichen Debatte beiträgt und somit zu einer schnellstmöglichen Umsetzung von Anträgen, die im Umlauf sind. Erst dann können Maßnahmen realisiert und die Lebensqualität in Loschwitz verbessert werden. Deshalb möchte ich gerne von Ihnen wissen, was sind die wesentlichen Ergebnisse der aktuellen Studie, der aktuellen Parkraumuntersuchung in Loschwitz und wann wird die Parkraumuntersuchung veröffentlicht, sodass die Anwohner, Gewerbetreibenden und Gäste erfahren, was die Stadt hinsichtlich der Parkplätze zu tun gedenkt. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Schmidt-Lamartin. Ja, sehr geehrte Frau Sturm, die Parkraumuntersuchung liegt leider in der Endfassung noch nicht vor. Die Vorschläge zum weiteren Umgang mit den Ergebnissen werden wir in der verwaltungsinternen Auswertung der Untersuchung aufzeigen und Ihnen natürlich dann auch darstellen. Es ist so, dass wir das Ergebnis nach derzeitigen Planung der Parkraumuntersuchung dann auch nach der Abstimmung des Konzepts in der Verwaltung öffentlich vorstellen wollen. Und je nach Diskussionsbedarf innerhalb der Verwaltung rechne ich damit, dass wir in etwa 12 Wochen mit der Öffentlichkeitsbeteiligung rechnen können. Nachfrage oder keine Nachfrage? Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, FDP Freie Bürger, Herr Professor Dr. Gebel. Sieht aber komisch aus. Herr Fischer. Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, Herr Professor Gebel hat noch seinen Lehrauftrag zu erfüllen in Mittweida. Ich würde gerne die Frage übernehmen. Eigentlich richtet sich meine Frage an den neuen Bildungsbürgermeister, damit er die Chance bekommt, noch vor Ablauf der ersten 100 Tage sich zu bewähren. Es geht mir um Auslagerung von Schulen. Als Lehrer weiß man, wie anstrengend es ist, wenn eine Schule ausgelagert wird. Und das muss reibungslos laufen. Die Vorfreude auf das neue Gebäude überwiegt natürlich. Aber es kann auch Sand im Getriebe unwahrscheinlich für Ernüchterung sorgen. Jetzt meine Bemerkung zunächst, die Sie an Herrn Professor Gebel. Im September 2016 haben Sie Herrn Professor Gebel auf seine Anfrage zu den Bauverzögerungen bei der Erweiterung der Oberschule in Weißig geantwortet, dass die bestehenden Mängel in den Herbstferien abgestellt werden. Klang sehr beruhigend. Leider erreichen uns aber auch im Januar, also 3 Monate nach der von Ihnen avisierten Frist, immer noch Schreiben über gravierende Baumängel bzw. Nutzungseinschränkungen im Gebäude der Oberschule. Zum Beispiel gibt es nicht zu öffnende Fenster, defekte Türen, fehlerhafte Außenanlagen, nicht funktionierende Gasanlage im Chemiekabinett, fehlende Internetanschlüsse, defekte Heizung. Also das ist eigentlich schon eine Gruselgeschichte. Neben diesen baulichen Problemen belastet Eltern, Schüler und Lehrer aktuell aber die Doppelnutzung des Gebäudes durch die Oberschule und die Grundschule Weißig, die Hutbergschule. Die Grundschule sollte eigentlich nur bis zu den Weihnachtsferien aus dem eigenen Gebäude ausgelagert werden. Nun kommt es bei der Grundschule Weißig genauso wie bei der Oberschule Weißig zu Bauverzögerungen, welche die Auslagerung der Grundschule verlängern. Nach aktuellen Informationen in der Elternschaft verzögert sich die Auslagerung bis zu den Winterferien oder sogar bis zu den Osterferien. Die aktuelle Doppelbelastung gepaart mit den schwierigen Bedingungen zum Schuljahresbeginn und den aktuell noch immer vorhandenen Nutzungseinschränkungen bereiten allen Beteiligten große Sorgen. Vor allem, es geht ja jetzt auf die Prüfungsvorbereitungen der Oberschule zu. Dazu die Fragen recht kurz formuliert. Wann werden die noch immer offenen baulichen Probleme in der Schule behoben? Warum erfolgt die Fertigstellung der Arbeit nicht, wie von Ihnen versprochen, in den Herbstferien?
Wann genau wird die Grundschule, weiß ich, aus dem Gebäude der Oberschule ausziehen? Das sind eigentlich nur Terminfragen. Und drittens, wie stellt die Stadtverwaltung eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfung an der Oberschule, weiß ich, sicher? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Feuern. Ja, sehr geehrter Herr Fischer, Bauen ist leider kein Prozess, wo man auf Knopfdruck was bestellt und dann hat man einen genauen Liefertermin und dann ist alles perfekt da. Wir haben beim Bauen leider oft das Problem, dass die Dinge nicht rund laufen, wenn Firmen nicht so wollen, wie wir wollen, oder aber wenn einfach Dinge gefunden werden, die vorher nicht sichtbar waren. Wir haben das an verschiedensten Fällen durchdekliniert. Ich bin selber leitgeprüft bei dem Thema Rathaus, wo wir hier sitzen. Sie kennen das Thema. Also das nur als Vorrede vorab. Insofern ist völlig klar, bis zu den Herbstferien hatten wir große Schwierigkeiten dort oben. Nicht alle Räume und große Teile von Außen- und Sportfreianlagen konnten genutzt werden. Und die Verwaltung hatte damals in der Beschlusskontrolle, ich glaube, das war Ende November, mitteilen lassen, da legt mein Schulverwaltungsamt nochmal Wert darauf, dass ich das hier so zitiere. Das Schulgebäude ist fertiggestellt und wurde am 8. August 2016 in Betrieb genommen. Derzeit erfolgen noch Restarbeiten zur Fertigstellung der Sportfreianlagen und die Gesamtfertigstellung der Baumaßnahmen respektive die Fertigstellung der Sportfreianlagen ist für März 2017 geplant. Wir hatten diverse Mängel, Fachkabinette und so weiter und bei der Schulspeisung. Diese Dinge sind aber alle bis zu den Herbstferien tatsächlich behoben worden. Es gibt im Bereich der Gewährleistung natürlich immer noch Dinge, wo man den einen oder anderen Handwerker da mit beauftragen kann. Ich habe das Schreiben, das ist ja von einer Mutter, wenn ich mich erinnere, eines Schülers ja umfangreich gestreut worden. Ich habe das ja auch bekommen und habe das Schulverwaltungsamt dazu entsprechend gefragt. Habe eine lange Liste zu diesen einzelnen Themen hier liegen, die will ich Ihnen jetzt nicht vortragen. Aber die Botschaft ist schon so, wir sind im Wesentlichen mit den Dingen da durch. Fenster, um das Beispiel mal zu nehmen, Fenster lassen sich nicht öffnen. Ja, das ist offensichtlich Absicht, dass die Fenster sich nicht öffnen lassen. Dafür brauchen wir nämlich einen Schlüssel und die Schlüssel haben die Lehrer. Warum man das so macht, das weiß ich nicht. Bauaufsichtlich, energetisch, irgendein kluger Hintergrund wird bestimmt dafür da gegeben sein. Das ist also sozusagen geplant. Die Außenanlagen, also die Pausenflächen, die Pausenfreiflächen sind nutzbar. Die Sportfreianlagen sind noch fertigzustellen. Das ist aber auch jetzt klar, dass das nichts im Moment nichts wird. Das liegt an der Witterung. Und insofern ist das im Großen und Ganzen, funktioniert das. Ich will das nicht schönreden. Wir wissen, dass das da hinten nicht gut gelaufen ist. Ist immer die Frage, wen köpft man dafür? Ne? Muss man immer einen Schuldigen finden für so eine Situation? Ich bin mir sicher, dass wir in der Verwaltung, sei es Hochbeamte oder Schulverwaltungsamt, alles dafür getan haben, um die Sache zum Laufen zu bekommen. Aber beim Thema Bauen ist das nicht so einfach. Und da kann man nur um Verständnis bitten bei allen Betroffenen, vor allen Dingen den Schülern und den Lehrern, aber natürlich auch bei den Eltern. Jetzt haben Sie das andere Thema noch angesprochen mit der Auslagerung der Grundschule. Es ist in der Tat richtig, wir hatten das ehrgeizige Ziel, dass wir zu den Winterferien jetzt fertig werden sollten und das schaffen wir nicht. Das geht also bis zu den Osterferien der Rückzug. Die Schulleitungen sind auch darüber entsprechend informiert worden. Soweit erstmal. Das war eine ehrliche Antwort, nicht befriedigend, aber ehrlich. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Fraktion, AfD, Herr Engler. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zu DDR-Zeiten wurden viele Bauwerke wie Garagen und Wochenendhäuser auf fremdem Grund und Boden errichtet. Die Grundstücksnutzer haben in der Regel über Jahre viel Einsatz in die Errichtung und Unterhaltung investiert. Die Objekte sind ihnen ans Herz gewachsen. Nachdem der Kündigungsschutz zum 31.12.2015 ausgelaufen ist, ergibt sich für einen Großteil, oder einen großen Anteil der Grundstücksnutzer das Problem der weiteren Nutzung. Viele Garagengemeinschaften haben ihre Bauten auf Grundstücken der Landeshauptstadt Dresden errichtet. Einige davon wären bereit, die Grundstücke zum Verkehrswert zu erwerben. Hierzu folgende Frage: Darf die Stadt
eigene Grundstücke frei verkaufen, das heißt auch an Garagengemeinschaften, oder gibt es Hinderungsgründe, insbesondere rechtliche? Falls Hinderungsgründe existieren, welche sind das? Die Beantwortung übernimmt Kollege Schmidt-Lamonti. Ja, die Vorschriften des Schuldrechtsanpassungsgesetzes beinhalten ja durchaus differenzierte Regelungen zum Schutz der Nutzer von Garagen. Insbesondere jedoch bei Garagenstandorten, die bereits jetzt Bauland darstellen und daher sowohl stadtplanerisch, städtebaulich und stadtentwicklungspolitisch teilweise auch eine andere Art der Nutzung vorsehen, festgehalten zum Beispiel in Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen oder auch Bebauungsplänen, gibt es allerdings manchmal Zielstellungen, an die die Kommunen auch gebunden sind, die einer anderen Nutzung entsprechen. Wir arbeiten jedoch derzeit daran, ein Konzept zu erstellen mit dem Umgang von den Garagengemeinschaften. Jetzt zur eigentlichen Beantwortung der Frage. Die freihändige Vergabe eines kommunalen Grundstücks an Garagengemeinschaften widerspräche dem geltenden Recht. Grundstücke sind grundsätzlich öffentlich auszuschreiben, geregelt in § 72 Sächsische Gemeindeordnung in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift zur kommunalen Grundstücksveräußerung. Bei Baugrundstücken mit Baulandstatus, die vielleicht sogar mit Wohn- oder Gewerbebauten bebaut werden dürften, wäre der Wert auch entsprechend hoch und es müsste zum vollen Wert veräußert werden. Das regelt § 90 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Gemeindeordnung. Okay, das heißt sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, es gibt keine Regelung, die es verbietet, sofern aber ordentlich ausgeschrieben werden würde. Es muss öffentlich ausgeschrieben werden, grundsätzlich. Und immer zum vollen Wert. Gut. Und wenn dort die Möglichkeit einer baulichen Entwicklung besteht, ist der Wert entsprechend hoch. Gut. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, zum Abschluss wäre für die Fraktionslosen Herr Carbot noch dran. Der ist, glaube ich, noch nicht da. Und hat er uns auch signalisiert, dass es sein kann, dass es ein bisschen später kommt. Und bat in dem Falle um schriftliche Beantwortung. Dem würden wir auch nachkommen, was seine Anfrage angeht. Damit wäre die Fragestunde beendet. Wir steigen ein in die weitere Behandlung der Tagesordnung.